Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu unserem Relegationsspiel gegen Werder Bremen. Um die erste Liga geht's. Wir springen direkt mal rein und haben eine Pressekonferenz. Die werde ich natürlich annehmen und ich werde Ingolstadt uns einfach loben, weil wir halt einfach direkt den Relegationsplatz erreicht haben. Und Max Christiansen und Maurice Multhaupt, deren Verträge laufen aus. Allerdings ist uns das jetzt momentan gerade egal. Der Ingolstadt-Vorstand ist mit der Markenpräsenz stolz auf uns. Allerdings mit den Erfolgen national natürlich nicht. Aber das kann sich ja natürlich noch ändern. Wir bekommen ein Preisgeld von 15 Millionen für die zweite Bundesliga. Aber ich würde sagen, wir trainieren unsere Jungs noch ein einziges Mal. Bisschen anschwitzen und dann würde ich sagen, ist es soweit mit dem Hinspiel des Relegationsspiels. Jetzt ist es endlich soweit. Wir gucken uns nochmal kurz das schöne Ding hier an, und zwar Trainer des Monats sind wir geworden. Richtig geil auf jeden Fall für unsere Leistung. Mal schauen, ob wir diese auch bestätigen können und jetzt gegen Werder Bremen uns durchsetzen können. Wir spielen zuerst in Bremen und ja, ich würde sagen, wir labern gar nicht länger drumherum, sondern springen direkt rein. Sie haben ihr letztes Spiel gegen Bayern verloren. Wir haben unsere absolute Top-Aufstellung. Und ja, ich bin, muss ich sagen, sogar wirklich ein bisschen aufgeregt, weil jetzt zählt es einfach. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Wir müssen gewinnen. Ja, ich starte einfach. Ich starte einfach dieses Spiel. Oh mein Gott, komm. Der Aufstieg in die erste Liga. Bitte, bitte, bitte. FIFA, lass uns Glück haben. Ich will es jetzt auch nicht selber spielen, weil dann einfach der Reiz bisschen weg ist, weil man gegen Computer auf schlechter Schwierigkeitsgrad sowieso gewinnt normalerweise. Und Max Kruse macht das 1:0 und Delaney das 2:0. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jungs. Das sieht gar nicht gut aus. Wenigstens noch ein Auswärtstor bitte. Es bleibt beim 2:0 für Bremen. Das sind natürlich extrem schlechte Nachrichten für uns für das Rückspiel. Wir müssen voraussichtlich noch eine Saison in der zweiten Liga verbringen. Ja, allerdings ist im Fußball natürlich alles möglich. Und wir haben noch die Chance zurückzukommen. Wir müssten bloß ein 2:0 drehen zu Hause. Das wäre natürlich ein absolutes Spektakel, wenn sowas klappen würde. Nochmal Pressekonferenz, da gehe ich jetzt nochmal rein und motiviere unsere Jungs, damit die sich da wirklich reinhauen und einfach alles geben für dieses Spiel. Das wäre echt geil, wird das jetzt klappen. Ja, wir haben auslaufende Verträge, weiß ich, aber das ist jetzt wichtiger. Und Belfodil hat sich verletzt gegen uns. Okay, so, jetzt zählt's. Das, für was wir die ganze Saison gearbeitet haben. Auf das Spiel läuft's jetzt raus. Wir labern gar nicht noch länger rum. Wir gucken uns an, was passiert. Wir können es eh nicht ändern, sollten wir verlieren. Und schauen wir mal, was so wird. So, Yunchi holt sich gleich mal die gelbe Karte ab. Wir gehen mit 1:0 in Führung, bekommen aber gelb-rot. Komm, 1:0 in Führung. Bitte macht's noch das 2:0. Komm, Jungs. Bis jetzt sieht's nicht gut. Wir gehen 2:0, Jungs. Jawohl, 2:0. 2:0, komm, komm, komm. 2:0. Wir sind auf jeden Fall am Ausgeglichen, ja? 2:0. Es geht in die Verlängerung. 2:1 für Bremen. Nein. Ein absoluter Krimi hier. 2:1 für Bremen. Und wir haben das Relegationsspiel tatsächlich verloren. Nein. Ist bitter. Vor allem nachdem wir uns so krass zurückgekämpft haben. Ein 2:0 und dann kommt Ceballos in der 91. Minute. Und haut uns noch den 2:1 Siegtreffer für Bremen rein. Ist bitter, kann man nicht ändern. Ja, jetzt müssen wir halt schauen, dass wir einfach in der nächsten Saison in der zweiten Liga dann den direkten Aufstieg klar machen. Ne? So, wir haben zwei auslaufende Verträge von Christiansen und von, ich weiß gar nicht mehr, wer der andere war. So, Christiansen werde ich, denke ich mal, verlängern. Weil der hat sich schon 5 Punkte verbessert bei uns und spielt ja auch immer. Verlängerung. So, ich delegiere das Ganze mal. Erstes Gehaltsangebot verdient er momentan. Sehe ich das irgendwo? Kann man das irgendwo anschauen?
Ich weiß es nicht. Ich gebe ihm auf jeden Fall mal als erstes 30.000 und als letztes. Ups. Ah ja, okay. Passt auch. Ich nehme es an. 2 Jahre spielt er jetzt noch bei uns. Ich habe mich verdrückt. Allerdings hat es so auch gepasst. 24.000 bekommt er jetzt. Gehalt, Christiansner. Ich stoppe die Simulation allerdings noch kurz und gehe wieder in die Spielerentwicklung. Einfach damit unsere Spieler natürlich in der nächsten Saison noch besser zurückkommen und wir diese Saison dann wirklich den direkten Aufstieg klar machen. Das wäre auf jeden Fall sehr geil. Und nicht erst wieder überhaupt in ein Relegationsspiel kommen. Okay, wir können jetzt unsere Saison beenden. Unsere Spielerleihe ist abgelaufen von Czolak, Rinderknecht, Hadar Gonay und Martin Hans, ne? Keine Ahnung, ob da irgendjemand dabei ist, der uns was bringen könnte. Wir schauen uns nochmal kurz die letzte Saison an. Bochum 1., Union Berlin 2. und wir 3. mit einem Punkt bloß hinter Union Berlin. Also die Saison ist echt wirklich unglücklich, eigentlich für uns verlaufen. Bloß einen Punkt am direkten Aufstiegsplatz vorbei und dann in der im Relegationsspiel in der Nachspielzeit verloren. Ja, ich beende die Saison. Mal schauen, was wir für eine Bewertung kommen. Aber ja, unser Vorstand ist nicht so zufrieden mit uns. Ja, sie haben sich mehr Einsatz und bessere Resultate erhofft. Allerdings lassen sie uns noch einmal weiteres Jahr trainieren und schauen, was wir so bringen. Ich hoffe natürlich, dass ich unseren Vorstand jetzt mal begeistern kann dieses Jahr und den direkten Aufstieg pack. Ich werde auch mal schauen, ob vielleicht irgendwelche Verbesserungen gibt für unser Team, also irgendwelche Neuzugänge, die ich mir zulegen könnte. Aber das war es dann leider auch schon von der kleinen kurzen Folge und mit dem Relegationsspiel. Ich würde sagen, wir starten in der nächsten Saison dann einfach wieder mit frischen Kräften. Bis dahin, noch einen schönen Tag, bis dann und ciao.